Ja! Ja, das gefällt euch, ja? Ja! Ihr seid doch alle gleich. Ja. Ihr seid doch alle wieder Hans. Ja. Und ich meine das nicht als Kompliment. Immer Halligalle, immer Party, immer gut drauf. Ich hab so satt eure gute Laune. Dieser oberflächliche Müll steht mir bis hier. Da tut man und macht man und strengt sich an jahrelang. Und was kriegst du zu hören? Spiel doch mal was, was ich kenne. So aus dem Radio, wo ich mitsingen kann. Ich spucke auf diesen ganzen billigen Massengeschmack, den sich alle gleichzeitig beim Neckermann bestellt haben. Ich liebe das. Was? Das geht seit 20 Jahren, geht das so. So alle zwei, drei Wochen. Hatte so einen kleinen Aussetzer. Aber pass mal auf, Ernst, wir machen jetzt wieder was so zum Abschluss. Eigentlich schon was ein bisschen was Dunkles und Düsteres, so wie es dir gefällt. Ein Song von dir, ein bisschen depressiv, bisschen... Jetzt hör doch auf mit der Chose, dass ich immer so negative Stimmung verbreiten würde. Das ist gar nicht wahr. Es sollen sich schon Menschen umgebracht haben bei deinen Solokonzerten. Aber nur ganz wenige. Nein, der nächste Song ist eben, um mit diesem Vorurteil endlich einmal aufzuräumen, besonders hell und ich möchte sagen, besonders positiv gehalten. Also sein besonders hell und positiv gehaltenes Lied trägt den wundervollen Titel Ich hasse dich. Ich wünsch dir den Tod. Vielleicht ein Loch im Rettungsboot oder was mit jeder Menge Blut. Ein Kaleidoskop in Rot, davon träum ich jede Nacht. Und manchmal auch am Tag, nur wir zwei wissen wieso. Sei froh, ist besser so. Ich hasse dich, ich hasse dich. Dein plötzlicher Tod wäre eine Wonne für mich. Ich hasse dich, ich hasse dich. Tu einmal was für mich, erschieß dich. Ich hasse dich, ja! Ich hoffe, dir tut niemand was an, wenn ich nicht dabei sein kann. Ich stünd so gerne nebendran und wünschte mir, es dauert recht lang. Und ist das Vergangenheit, verbreite ich die Neuigkeit. Auch Tränen säh ich gern, wenn es die deiner Freunde wären. Ich hasse dich, ich hasse dich. Komm, schenk der Nächsten über dein Gesicht. Ich hasse dich, ich hasse dich. So stark und so sehr, es ist fast, als lieb ich dich. Das alles ist wahr, 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 wie noch niemals was wahr, wahr. Und ich sag ja, ja, ja. Und knall dir noch ein paar. Ja. Liebe Festgäste, wir kommen zum kleinen und wie ich finde einzigen Höhepunkt unseres kleinen bedeutungslosen Auftritts heute Abend. Wir möchten ein bisschen mit euch zusammen singen. Ich hasse das auch, wenn ich im Publikum sitze und der Typ da oben sagt, ich soll, wie, der Deal ist anders. Der Vertrag ist, ich zahle Eintritt und der singt. Warum machen wir es trotzdem? Damit es mir gut geht. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Wir haben uns deshalb heute hier zusammengefunden, damit es mir gut geht. Ja. Was jetzt hier? Du bist der Einzige. Du kriegst dein Bier nachher. Was jetzt hier auf dieser Bühne gleich passieren wird, nennen wir gerne bandintern therapeutisches Hassen. Es ist ja so, jeder von uns hasst irgendjemand. Wenn einer sagt, er hasst nicht, dann lügt er. Aber wenn er wirklich nicht lügt, dann guckt er einen Meter neben mich, dann funktioniert's schon.
Sie bekommen jetzt hier etwas mit, liebe Festgäste, liebe Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich noch sagen soll, da müssen Sie beim Psychologen viel Geld für bezahlen. Wir machen mal Folgendes, jeder von uns stellt sich diese Person, die er am meisten hasst, mal so vor dem inneren Auge vor. Nennen wir diese Person vielleicht im Arbeitstitel mal Drecksau. Ja, finde ich gut. Und dieser Drecksau schleudern wir diese markanten, aber doch leicht zu merkenden Worte, ich hasse dich in sein dummes Gesicht mitten hinein. Sie werden sehen, es wird wahnsinnig gut. Es wird gut tun, es wird sie weiter nach vorne bringen. Es wird ein Meilenstein in ihrem bisher kümmerlichen Leben werden. Im Vergleich zu sonst kürzen wir das heute mal ein bisschen ab. Normalerweise ist immer dasselbe. Ich sage den Leuten, sie sollen singen, dann passiert nichts. Dann bettel ich so ein bisschen, dann erbarmt sich der ein oder andere, wenn er nicht eh schon lange aufs Klo gegangen ist. Irgendwann wäre ich böse und dann funktioniert's. Das muss ja so nicht laufen. Ja? Ich bin übrigens, mach so gut, wie so ein Automat, wo man 2 Euro eingeschmissen hat. Bin froh, dass ich dich geliehen habe. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Testlauf. Die Worte lauten, wie gesagt, ich hasse dich und bitte. What? Ich hasse dich, ich hasse dich. Klingt für mich, als wäre noch Luft nach oben. Ja, da geht noch was. Noch ein Test jetzt hier rein. Ich hasse dich, ich hasse dich. So, also ich spüre hier Emphase, wirklichen Willen und auch wirkliches Verlangen. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir den da drüben, da sitzen ältere Herrschaften, vielleicht muss man kurz, also letztens kam, letztens kam eine alte Dame nach dem Auftritt zu mir und meinte so, Mensch, dieser Hasssong, der war ja ganz toll, aber irgendwie, ich hasse nicht, das kann ich einfach nicht singen, das war viel zu hart. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe einfach, ich hasse nicht gesungen, ja? Also die Weicher-Version, ich hasse nicht. Für uns dasselbe. Klingt gleich, sieht gleich aus, scheißegal, Hauptsache Lärm. Okay, kriegen wir das gebacken, auf diese Seite, die war gut. Nochmal. 1, 2. Ich hasse dich. Geil. Ich hasse dich. Könnt ihr spüren, ja? Also nicht so eine gewisse einmal, musikalische Grundbildung muss man voraussetzen können. Mein Gott, mein Gott. 1, 2. Ich hasse dich. Sing it out, Münster am Montagabend. Krankheit, die du verdienst, die gibt's noch nicht. Ich hasse dich. Die Welt wäre frei und sauber ohne dich. Für mich. Ich hasse dich. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss.